Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Schönen guten, ich muss immer auf die Uhr gucken. Schönen guten Mittag, liebe Camper. Hier der Hofplatz aus allen Nähten. Alle Arbeitsplätze sind voll und da kommen noch Autos, da kommt noch mehr. Hör mal, ich steige aus der Branche jetzt. Ich steige aus. Ich habe mit Wohnmobil nichts mehr zu tun. Das ist mir alles. Ich mache jetzt Hühnerproduktion. Hier. Ja, guck mal hier. Götz wird Hühnerzüchter. Guck mal hier, was ich für schöne Hühner habe. Wo sind die anderen denn? Hinter dem Baum. Guck mal. Hühner, wo seid ihr? Komm mal hier. Oh, die sind hier drunter. Hast du sie gefunden? Ja, oh, die sitzen da im Baum. Ja. Mache ich Eierproduktion hier. Was meinst du? Guck mal, hier, was die hier Platz haben. Am Samstag habe ich hier bis abends spät mit einem Mitarbeiter haben wir den Zaun noch gemacht. Du darfst raus. Guck mal, so ein schönes Gehege, ne? Muss jetzt noch eine Kuh rein. Nö, die fliegen nicht da drüber. Die haben das so gut. Warum sollen die denn wegfliegen? Dann haben sie ja viel schlechter. Guck mal, da kommt wieder eins an. Aber die sind ja noch ganz jung, ne? Sind auch keine deutschen Hühner, ne? Da ist einer bei, das ist so ein, weiß nicht, irgendwas mit Rocks am Ende. Kommt aus Amerika. Amerikanische Zucht. Guck mal, da kommen sie alle an. Ja, die habe ich heute Morgen, die fressen sie aus der Hand. Die fressen die aus der Hand, aber die sind den ganzen Tag nur am Picken, ne? Ja, siehst du, dann brauche ich nie keine Wohnmobile mehr bauen. Stell mal vor, wenn die Zeit mal schlecht wird. Dann habe ich Hühner. Ist das klasse, wa? Ja, da kommen noch zwei dabei, ne? Und dann. Aber ich muss da warten, weil ich will so eine ganz bestimmte Rasse haben. Das sind so Zuchthühner oder wie man sowas nennt, ne? Das ist, wie gesagt, eine amerikanische Zucht. Die nennen sich Bielefelder, aber angeblich englische Zucht. Warum die Bielefelder heißen, weiß ich nicht. Bin kein Hühnerexperte. Ja, hab mir nur ein bisschen darüber gelesen. Ne? Guck mal da, das sind glückliche Hühner. Das sind glückliche Hühner, weil die werden auch richtig dick. Die sind ja erst ein paar Wochen alt. Ne? Seht ihr, hier ist auch ein voll. Vorne ist voll, die Grube ist voll. Ah, wir haben schon. Bei WCS ist immer was los. Der ganzen Scheiß muss ich jetzt auch noch wegbringen. Und übrigens, ich habe ja gesagt, dass ich einen Bagger kaufe. Habe ich gekauft. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ja, wir müssen das alles machen. Wir haben hier eine Auflage gekriegt. Da, wo die Autos stehen, die müssen alle weiter vorne, muss alles begrünt werden. Hier, der ganze Streifen bis unten hin, das ist eine Auflage von der Stadt. Und wer das nicht macht, der kriegt richtig Ärger. Ich habe schon genug Ärger deswegen. So, ich weiß gar nicht, wo der Bagger ist. Komm, wir gehen mal gucken hier. Guck mal hier, auf meine Ranch. Ich sage immer, das ist meine Ranch hier. Guck mal, das ist noch mein letztes Grundstück, was ich hier habe. Ich kann hier noch ein bisschen was machen. Ne? Hier kommt eine Halle jetzt hin. Hier kommt eine große Halle hin. Wir wussten nicht, dass das mit dem Shop so Ausmaße annimmt. Das war so eine Idee. Hätte ja sein können, dass einer einen Halter bestellt und fertig, aber das explodiert. Ich weiß nicht, wohin damit. Und guck mal, wir da die ganzen Steine, die haben wir alle aufbewahrt, die machen wir da alle raus. Ne? Und da habe ich gesagt, ich kaufe einen Bagger. Du musst einfach clever sein. Du musst immer betriebswirtschaftlich denken. Wenn ich den Bagger, der kostet 250 Euro, kostet der Miete. Und den brauchen wir die nächsten Wochen richtig viel. Da muss ich ja jedes Mal die Firma anrufen und die muss mir immer, wenn ich Zeit habe, den Bagger bringen. Der Flo sagt, der Florian macht viel. Haben auch noch zwei Leute, Kollegen von uns, die helfen dann mit. Und ja, wie gesagt, die helfen dann mit. Und dann musst du da Dreck wegfahren und mit der Schubkarre.
Na, komm, gehen wir hier runter. Guck mal, weil ich noch Platz habe hier auf meine. Der ist 7 Monate alt und dann werden die aussortiert. Der hat 87 Betriebsstunden. 87 Betriebsstunden hat der Bagger auf seinem Tacho. Und dann kaufen die Firmen neue. Da habe ich noch 2 Schaufeln rausgehandelt. Aber, Kinders, kann ich offen drüber sprechen. 20.000 Euro. 20.000 Euro kostet der Bagger. Genau 20.000 auf den Pfennig, genau. Der ist randvoll, ne? Da sind, weiß ich noch, 1.000 Module drin oder 800 Module. Dann habe ich das hier gemacht, weil wir nicht, das musste schnell gehen. Und schnell ging so ein Ding, zack, zack, hinstellen. Hier, und dann war das fertig. So, und jetzt kommt hier in eine riesen Halle, eine schöne große Halle kommt hier hin. Und dann können wir die ganze Ware in Hochregalen machen. Dann bin ich hier Großversender oder was auch immer. Und ja, wir haben hier viel getan, da ganze Kamerasysteme alles gemacht und alles vom Besten immer gemacht, dass wir das alles überwachen können. Blumen haben wir gepflanzt. Seht ihr, die Blumen sind auch alle fertig. Der Stellplatz ist viel zu klein, der ist ja eigentlich normal. Heute Abend kommen ja wieder 4 Autos raus oder 5. Ist der Stellplatz immer voll. Da wird dann alles noch gepflastert. Und dafür brauchte ich den Bagger, liebe Camper. Und jedes Mal den Mietpreis zahlen. Ne? Wenn ich Ende des Jahres fertig bin, kann ich ja verkaufen. Aber lass den Bagger mal stehen. Ist schön, einen schönen Bagger haben. Ich habe einen Film gesehen hier von dem Auswanderer, wie heißt der hier, von dem Conny Reimann. Der hat sich einen Pudel gebaut, habt ihr da gesehen im Fernsehen. Da geht er in seine Scheune und holt den Bagger raus. Siehst du, ich habe jetzt auch einen Bagger. Einen eigenen Bagger, brauche ich keinen mehr mieten. Und ich wollte da nicht so ein Ding für 5, 6, 7.000 Euro kaufen, so eine Rappelbüchse. Ich wollte einen schönen Bagger haben, der, wie gesagt, ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr alt. 5 Jahre Garantie hat der mir gegeben. 5 Jahre Garantie. So, liebe Camper, diese habe ich euch mal so ein bisschen hier auf meine Ranch gezeigt. Hier sind wir ganz voll. Ja selbst, ne? Das sind nur Autos bei, die müssen warten. Ich kriege das ja alle gar nicht weg. Ne? Das ist ja, das sind ja, weiß ich nicht, 18, 12, 14, 16, 18, 17, 19 Reisemobile. Und die ganze Bude da ist voll. Grube ist auch voll. Ja, wo könnte ich mehr für arbeiten? Und machen die Jungs, wir haben 3 Mitarbeiter dabei. Und meine Frau hat heute wieder ein Vorstellungsgespräch von einem jungen Meister. Und ja, nehme ich dann auch. Ne? Dann musst du nehmen, dann hast du mal ein paar Mitarbeiter irgendwann zu viel. Also du kriegst schon, Personal kriegst du. Also es gibt nichts und kommt kein Personal, stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Ja, weil dann kriege ich hier aus dem Industriegebiet von irgendeinem Auto aus, hat sich auch einer vorgestellt. Und bevor ich sage, ich brauche keinen mehr, nehme ich das erstmal. Aber da ist genug da. Ich könnte noch 6 Hallen dahinstellen. Wären alle voll. Die Hallen wären alle voll. Aber will ich ja gar nicht. Ich will mich um meine Hühner kümmern. Und das Auto sollen die mal selber bauen. Ich baue kein Auto. Ich mache so eine Scherheizung rein. So spezielle Sachen wie gestern, wo ich mitgeholfen habe. Die Spiegel. Ne? Überall sind Leute. Da sind zwei dran. Ja? Da liegt Anna auf dem Boden. Der macht wieder schön Wetter. Scheiße, ne, wenn der Chef so um die Ecke kommt, ne? Mal so schnell immer was tun. Da sind auch 2 auf dem Dach. Ja, liebe Camper, so sieht das aus. Nächste Woche soll sehr schönes Wetter werden. Bleibt mir gesund, Kanal abonnieren. Das ist hier mein Sorgenkind, der da gerade kommt. Ja, aber Daumen hoch.